So, willkommen zum ultimativen Jahresrückblick 2020 und ich habe Tabelle gebaut hier mit allem. Ja, wirklich die Gebühren, wie viel ich investiert habe, wie viel Dividende ich erwarte mit den Anteilen, die wir im Portfolio haben seit oder bis zum 31.12.2020, die Dividende, die wir erhalten haben, Kursgewinne bzw. Kursverluste und dann total habe ich mit diesem Wert eine positive oder eine negative Rendite eingefahren. Ja, also alles eingerechnet und das schauen wir uns nach Broker an. Wie gesagt, ich habe ja vier. Comdirect, Consorsbank, DEGIRO und Trading212. Und ich habe da wirklich, glaube ich, 1,5 Stunden dran gesessen. Und es ist sehr zahlenaffin. Also wenn ihr auf Zahlen keinen Bock habt, dann ist das, glaube ich, nichts für euch. Aber für alle anderen wird das vielleicht interessant sein. Denn was viele, viele, viele YouTuber oder viele Finanzblogger, Vlogger, wie auch immer ihr uns nennen möchtet, nicht machen, ist, sie zeigen nicht die Gebühren. Sie zeigen, ah, ich habe so viel Rendite gemacht aber oder so viel Dividenden eingenommen, aber nicht wie viel Gebühren. Ja? Und das ist halt auch ganz wichtig. Das könnt ihr auch bei Portfolio Performance ansehen. Und das machen wir dann auch. Aber ich habe hier meine eigene Tabelle auch gebaut. Und dann seht ihr mal, wie viel ist denn zusammengekommen und hat das Depot positiv oder negativ abgeschlossen. Ja? Also, wir springen auf den Bildschirm. Ich habe es jetzt extra ein bisschen größer gemacht. Ich habe mich ganz klein irgendwo in die Ecke gesetzt. Normalerweise unten links immer. Und ihr seht schon direkt auf den ersten Blick, ich werde ein paar Werte anschauen. Ihr seht hier, es ist sortiert alphabetische Reihenfolge. Dann seht ihr laut Portfolio Performance auch, wie viele Anteile hatte ich am 31.12.2019 und wie viele hatte ich am 31.12.2020. Dementsprechend haben wir die Differenz zwischen den beiden waren, was wir gekauft haben. Der EK ist, wie viel uns ein Stück gekostet hat. Dann, was haben wir investiert in diese Aktie in diesem Jahr? Wie viel Gebühren hatten wir für die ganzen Sparpläne oder Einmalkäufe, was auch immer es waren? Sozusagen die Gesamtkosten, also das plus die Gebühren. Die Dividende, die wir erwarten werden mit den Anteilen, die wir am 31.12. gehalten haben, also von dem Jahr, also von 2020 für das Jahr 2021. Wie viel haben wir 2021 erhalten? Und die Kursgewinne, Verluste, grün obviously ist Kurs Plus und rot ist Kurs Verlust. Und dann nochmal, total ist, seht ihr hier, na, ist einfach Kursgewinne, Kursverluste plus minus die Dividenden. Und dann, was haben wir dann zusammen erreicht? Also, ihr seht, bei 3M haben wir 12,32 Euro Gebühren gehabt. Wir haben 24,04 Euro Dividenden erhalten. Und nach allem zusammen haben wir mit 3M 62,99 Euro im Plus gehabt, oder sind wir in 62,99 Euro im Plus gehabt. Alphabet 4,16 Euro Plus. Altria haben wir 174,80 in der Miese. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir erwarten eine Dividende, ohne dass jetzt irgendwas angekündigt ist, wir wissen es ja nicht, basierend auf den Werten von 2020, sollten wir 66,55 Euro Dividende brutto bekommen. Das sind die Nettodividenden, das sind Bruttodividenden. Also sollten wir 66,55 Euro bekommen, dann heißt das ungefähr 3 Jahre, um das wieder einzufahren. Wir sind bei 174,80, das heißt 3 mal 66,55, wären wir bei was sag ich mal, 210 Euro oder sowas. Also ein bisschen weniger als 3 Jahre, bis wir das ausgeglichen hätten und dann erst wieder im Plus wären. Ja? Vorausgesetzt, der Kurs geht nicht weiter runter. Amazon minus 2,37, der Kurs ist gefallen, seitdem ich gekauft habe. Apple, seht ihr es, das ist auch ganz interessant. Wir haben zum Beispiel 16,20 Euro Gebühren gehabt für Apple. Wir haben aber nur 3,84 Euro Dividende erhalten. Also haben wir eigentlich ein Negativgeschäft gemacht. Aber Apple ist saugut gelaufen und hat somit Kursgewinne minus die Gebühren plus die Dividenden erhalten, haben wir dann 329,67 Euro im Plus. Also eine Aktie kann auch, obwohl sie euch die Sparpläne und die Gebühren kosten, durch Kursgewinne wieder positiv werden. Ne? Oder halt auch negativ, das werden wir auch gleich sehen. So, dann haben wir BMW, da haben wir nichts gemacht, haben wir 2,70 Euro erhalten. BP haben wir minus 76,25. Daimler haben wir nicht mehr, also das in Grau ist das, was wir nicht mehr haben. Haben wir 80 Cent miese gemacht, also fast 80 Cent. Dann Exxon minus 51,75. Facebook minus 3,07 Euro. Weil das zum Beispiel, ihr seht, keine Dividende. Wir hatten Gebühren und der Kurs ist auch noch ein bisschen runtergegangen, also haben wir insgesamt ein Minus gehabt. Dann Imperial Brands haben wir minus 51,41 Euro. Aber interessant auch hier ist, wir haben 163,66 Euro Dividende erhalten. Wir hatten 18,72 Euro Gebühren und wir hatten einen Kursverlust von 196 Euro. Und deswegen sind wir bei minus 51. Das heißt,
mit den Dividenden, die wir dieses Jahr bekommen sollten, solange der Kurs nicht weiter einbrechen sollte, werden wir das ausgleichen und werden wir dann im Plus sein. Das heißt, man kann halt auch mit Aktien, die mit Dividendenaktien, die Kursverluste haben, über die Zeit auch wieder Gewinne einfahren und trotzdem positiv sein, auch wenn der Kursverlust da ist. Ja? Und das bedenken viele Leute nicht, die nur auf Wachstumstitel setzen, die Dividendentitel schlecht reden. Ja? Also es ist möglich. Man muss einfach nur ein bisschen sitzen. Ne? Also in dem Sinne, hier bei Alta zum Beispiel würde es noch 3 Jahre dauern, wenn sich da nichts ändert. Bei Imperial Brands wird es dieses Jahr schon sein, dass ich wieder ins Grüne komme, solange die Kurse halt gleich bleiben. Ne? Dann haben wir Johnson & Johnson, haben wir minus 9,01 €. Lufthansa habe ich verkauft gehabt mit 142,94 € Verlust. Ist wie es ist, kann ich nicht ändern. Luxor Hongkong minus 53,34 €. Der Luxor S&P 500 ist plus 45 €. McDonald's minus 8 €. Microsoft plus 25 €. Auch hier, wir haben 12,93 € Gebühren, aber nur 3,49 € Dividende. Aber wir haben Kursgewinne gehabt, deswegen sind wir overall im Plus. Dann haben wir Pepsi minus 2 €. Pfizer minus 16 €. Procter & Gamble minus 9,45 €. Tanger Factory ist das, was mir alles richtig versaut hier. Auch das Gesamtdepot. Hätten sie mal die Dividende weiter gezahlt, wäre es nicht so schlimm. Trotz allem, die Kursverluste sind wirklich groß. Ihr seht, wir haben, wo haben wir es hier? 10,80 € Gebühren. Dividende erwartet 0. Also es wird nicht mehr ausgleichen können. Wir haben Kursverlust und die Dividende kommt nicht mehr rein. So ein Szenario hat es natürlich auch. Ne? Wir haben 96,30 € Dividende erhalten, aber wir hatten 1018 € Kursverluste und das plus Gebühren halt, ne, ergibt eine negative Bilanz von 933,12 €. Unilever 30 € plus, Visa 16,81 € minus und am besten gelaufen in dem Depot war Walt Disney. Ich habe 9,89 € Stück gekauft zum Preis von 88,27 €. Wir hatten 10,73 € Gebühren. Dividende haben wir 13 Cent erhalten. Keine ist für dieses Jahr geplant, solange wir es, also soweit wir wissen. Aber wir haben Kursgewinne von 566,49 € gehabt. Mega geil. Das heißt, ihr seht es auf ganze Depot: 8.500 investiert, 158 Gebühren, das heißt 8.740 € wurde investiert. 370 € Dividende erwarten wir dieses Jahr. In 2020 hatten wir 434,57 €, das heißt, wir werden weniger haben dieses Jahr, wegen halt Tanger vor allem. Und wir haben Kursverluste von 770 € eingefahren. Mit den Dividenden hat es ein bisschen verbessert sozusagen, aber wir sind immer noch bei 494,57 € minus. So, wir gehen weiter zu Consorsbank. Da haben wir die Allianz. Ich werde jetzt nicht nochmal alles komplett durch, aber nur die Werte. Allianz plus 260 knapp, Baidu plus 19 €, BAT minus 24,73 €. Sollte aber auch hier wieder ausgleichen dieses Jahr mit den 27,82 €, die wir bekommen sollen. BYD 112 € plus, Diageo 17 € plus, Fresenius minus 23 €, Gazprom minus 662 €. Und hier haben wir auch, obwohl es Rekord war für die beste Dividende überhaupt, mit plus 139,46 € Dividende, konnte es die Kursverluste von knapp 787 € nicht ausgleichen. Dann haben wir JD.com minus 89 Cent, Omega Healthcare plus 31,50 €, Ping An Insurance plus 25 €, Royal Dutch Shell ist geteilt in DEGIRO und in Consorsbank, jetzt einfach mal hier reingehauen. Haben wir auch hier 18 € Gebühren. Wir haben Dividenden von 97,99 € erhalten, aber wir haben Kursverluste von 1.336 € gehabt und wir sind immer noch 1.250 € im Minus. So, weiter geht's mit Sparebank, 65 € im Plus, Telefonica 33,50 € im Minus, sollte eventuell dieses Jahr dann ausgleichen. Tencent 9 € im Minus, Tomra System 6,68 € im Plus, Vonovia 63 Cent im Plus und Xiaomi 44 € im Plus. Aus ganze Depot 11.300 plus Gebühren sind wir bei fast 11.457. 575 Dividende ist erwartet dieses Jahr, 4,36 € waren es letztes Jahr gewesen. Kursverluste von 1.747 €, Dividende abgerechnet sind wir bei minus 1.426 € für die Consorsbank. Weiter geht's mit DEGIRO und da haben wir AT&T minus 141 € oder 142 €, Cisco plus 56 €, Coca-Cola plus 167 €, Danaher plus 174 €, EPR Properties ist verkauft, ist nicht mehr drin, aber haben wir mit 108,27 € Gewinn verkauft.
Und wir hatten eine kleine Dividende gehabt hier. Intel minus 100 Euro im Moment. Luckin Coffee Verlust verkauft in 2020 mit 416,70 Euro. Realty Income minus 16,27. Starbucks plus 214. Transcana minus 438,68 Euro ist immer im Depot drin. Und Waste Management minus, sorry, plus 79 Euro macht summa summarum auf das Depot ein Minus von 313 Euro. Sieht richtig kacke aus bei mir, ne? Ja. Aber what to do? Ich bin halt sehr stark in Gazprom, Shell, Tanger investiert gewesen, bevor der Crash im März gekommen ist. Und deswegen ist immer noch alles im Minus, ne? Und last but not least haben wir hier noch Trading 212. Da haben wir die kleinsten Positionen. Da haben wir Activision Blizzard 4 Euro im Plus, AMD 9 Euro im Plus. Wobei eigentlich müsste ich noch die 64 Euro dazu rechnen, weil es war die kostenlose Aktie gewesen. Alibaba 53 Euro im Plus, Mainstream Capital 7 Cent im Minus, Next Era 1 Euro im Plus, NIO 11 Cent im Minus, NIU 15,50 € im Minus, Novo Nordisk 63 Cent plus, Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,50 € im Plus, Tesla 11,84 € im Plus und Vanguard FTSE World 56 € im Plus. Das Depot ist 124 Euro im Plus. Und last but not least gehen wir dann nochmal auf die Top- und Flop-Aktien ein. Da haben wir einmal nominell, also nach Geld, die höchsten Verlierer ist Shell an Platz 1 mit minus 1.256,63 €. Das ist nach Gebühren, nach allem drum und dran. Tanker minus 933 Euro, Gazprom minus 661 Euro, Transcana minus 438 Euro und Luckin Coffee minus 416 Euro. Macht zusammen die die Flop 5 Positionen minus 3.700 Euro knapp. Demgegenüber stehen die Top 5 ist die Allianz. Da sind die Werte andersrum, müsste eigentlich 5, 4, 3, 2, 1 so rum sein. An fünfter Stelle 157 im Plus ist Allianz, dann Danaher 174, Starbucks 208 Euro, Apple 342 Euro und Walt Disney, absoluter Rekordgewinner in meinem Portfolio, ist plus 566 Euro, macht zusammen 1.400, knapp 50 Euro. Aber ihr seht, wenn man die Top 5 gegen die Flop 5 nimmt, ist das natürlich nicht so geil. Prozentual gesehen, Transcana mit 56% im Minus, dann kommt Tanger 39% im Minus, Shell minus 34%, Exxon Mobil minus 31,5% und Gazprom minus 34,5%. Top 5, Baidu 27% im Plus, Apple 29, fast 30% im Plus, Xiaomi 32,8% im Plus, BYD 51% im Plus und an erster Stelle auch dort Walt Disney mit plus 62,91%. Jetzt habt ihr aber richtig viel gehört, ne? Viele, viele Zahlen. Ist, wie gesagt, nicht so geil. Ne? Machen wir ein bisschen heller. Wir gehen aber hier nochmal ein, wo ihr das sehen könnt, wenn ihr Portfolio Performance benutzt. Ihr geht auf Erträge und Ausgaben und dann könnt ihr hier oben sortieren nach Monat, Quartal, Jahr, was auch immer. Und ihr seht ja die Dividenden zum Beispiel. Wenn wir jetzt das sehen, die ganzen Dividenden, Netto-Dividenden 995,68 in dem Jahr. Dann können wir auch die Zinsen anzeigen, Erträge und dann können wir auch die Steuern anschauen. Ja? Und das können wir auch vielleicht visualisiert machen, ist das vielleicht cooler. Wir lassen das mal so auf den Monat. Das sind die Steuern. Die meisten hatten wir gehabt im August wegen Gazprom, 35,04 €. Und die Gebühren sehen wir dann hier. Und das war wegen Transcana. Ihr seht es hier, 70,43 €, weil ich da hin und her gekauft habe, gekauft, 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 verkauft, gekauft und so weiter und so weiter. Ja, und dann könnt ihr hier oben auf alles zusammen anschauen und dann seht ihr hier wirklich, was habt ihr ausgegeben und Erträge akkumuliert. Das sehen wir dann hier. Am Ende des Jahres ist das nicht so viel, wie erwartet. Ihr seht es, 656,44 bleiben übrig von den ehemals Moment, Erträgen von 1.036,75 bleiben am Ende übrig, 656, also fast 400 Euro gehen für Gebühren und Steuern drauf und das ist schon ein Heidengeld. Ja. Das war's gewesen, schnell, wirklich sorry für die ganzen Zahlen, aber ihr könnt ja pausieren, euch wirklich ganz genau anschauen, wenn ihr wollt. So sieht das Ganze aus. Ich habe schon die ersten Sachen, wie das weitergehen soll bei mir im Portfolio, im Depot. Es wird ein paar Sparpläne, es wird ein paar Sparpläne, die werden ausgesetzt werden. Ein paar alte kommen wieder rein, ein paar, die laufen, werden dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate ausgesetzt, wenn ich eine bestimmte Summe bzw. eine Zielanzahl erreicht habe. Und das wird immer variieren. Das heißt, meine Sparpläne sind nicht fix für das ganze Jahr gleich, sondern
variieren, je nachdem, wie das in meinem Kopf irgendwie Sinn gibt. Und ich möchte auf jeden Fall schauen, dass das Portfolio ins Plus kommt, overall, dass nicht alle Positionen automatisch grün werden, das ist mir bewusst. Also Tenga wäre super, wenn die ins Plus gehen würden und wenn sie mal wieder Dividende zahlen würden. Aber ja, ist wie es ist. So, ich habe mir den Mund vor sich geredet. Ansonsten, lasst doch bitte ein Abo da, habe ich voll vergessen am Anfang, wenn ihr neu dabei seid. Und dem Video könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Ja, mal gucken, wie 2021 wird. Ich bin guter Dinge. Heute war der erste Börsentag, der 4.1.2021 und wir werden schauen, wie sich das Ganze so ja, entwickeln wird. Ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, könnt mich gerne unterstützen mit den ganzen Links unten, das wisst ihr alles und schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und wir sehen uns beim nächsten Mal.